Wir hören dich wieder nicht, weil du gerade was sagst. Nur so. Das neben Information. Oh fuck, ich bin reingeblieben. Das war wahrscheinlich deswegen. Ich war nicht draußen. Da ist wieder. Toll, jetzt bin ich hier mühevoll außen rumgelaufen, gerade hier wieder runtergefallen. Ich mache überhaupt. Hier gibt's überhaupt kein. Nee, ich finde das nicht lustig. Was? Weil du mich komplett verarschen. Was? Hä? Was? Was denn? Rede das mit ist, tut mir nicht leid. Was denn? Nee. Was willst du? Gar nichts. Ich will wissen, was du von uns willst. Nix. Was okay. Will ich denn von euch? Ah, sie antwortet aber ganz normal. Gut, dann ist alles in Ordnung. War wieder verwirrt, was du für komische Sachen erzählst. Ja, ich bin gerade auch leicht konfus, weil ich weiß, was ich getan habe und warum. Nee, ist okay. Ja, macht weiter euer Ding. Stürzt mich nicht hier runter. Das ist ganz gefährlich. Hä? Alles gut. Oh, wie schön, wenn man euch einfach ins Bett bringen kann. Ich war gerade sowas von seitenverkehrt eben. Ich laufe an das Ende deines deines lustigen Sandsteingebildes und such verzweifelt nach meinem trockengelegten Bereich und er war plötzlich weg. Guck mal, hier regnet. Wieso regnet hier? Da ist doch alles. Sieht doch alles hier regnet es doch schon die ganze Zeit. Warum sind wir zwei Hasen gefangen mit Blinchens Lieblinge draufstehen? Weil, das habt ihr nämlich nicht mitbekommen. Dass du erwachsen geworden ist und ich das beigelassen habe. So. Jetzt haben wir Aufzucht, die Überaufzucht, ich glaub, der Weg. Jetzt ist groß geworden und dann hatte ich noch ein kleines, aber das ist mir entflohen und ja. Die Hasen sind drin geblieben und deswegen gibt's ja Schild. Ich finde, sie arbeitet ein bisschen zu eigenständig, wir sollten das unterbinden, ich finde das nicht gut. Oh ja, ich wollte eh noch was schauen. Was? Oh, scheiße. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen gar nichts mehr sagen. Mit Geschichten erzählen plus sich selbst kommentieren, kriegt sie ja alles voll. Ja, dann ist sie jetzt geübt, dann kann sie jetzt mit eigenen Projekten anfangen. Ja. Nein. Linchens Hasenzucht bei Minecraft. Ja. Wenn es mit Webcam super macht, kriegst du auf und weiß auf. Let's Zücht Minecraft Hasen. Folge 1 bis 1000. Theater auf. Nein, hätte ich nicht. Doch, wenn du damit Webcam machst, kriegst du die Aufrufe. Mhm. Sind mindestens 10 von mir. Oh. Aber das dürfen bestimmte Menschen nicht sehen. Ja, alle unter 18. Nee, andere Menschen. Ja, darum geht's ja. Lila Drachen? Hui. Lila Drachen! Ja, yeah, irgendwie eine Psychowelle. Toggle doch mal den Downfall, das ist voll anstrengend. Toggle doch mal den Downfall. Toggle den Downfall doch selber, du Pseudo-Admin. Ja, ich kann aber halt nur Pseudo-toggeln. Oder nur Pseudo-Downfall. Das ist ja das Problem. Mich stört der hier überhaupt? Der ist aber nur teilweise da, ja? Ja, Wüste und so. Ja, nein. Oh Gott. Nämliches. Was ist denn los mit dir? Mit wem? Das Huhn! Ach so. Dieses Badefetischistenhuhn hier. Das Bade. Das schiebst aufs Trocknis, dreht sich um und hüpft wieder ins Wasser. Schiebst es wieder raus, ja, dreht sich um und hüpft ist das wieder ins Wasser. Das rechts vorne am Schiff? Ja. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das ist ein blödes Badefetischist-Huhn. Geh raus jetzt hier. Das schiebst du raus, in dem Moment, wo du selber raus hüpfst, wieder rein. Ist eine blöde Sau. Hey, es ist ein Huhn. Ja, sag ich doch. Eine Huhnsau. Also, ein blödes Huhn. Noch ein Huhn. So, hab dich. Ha. Wir haben schon Viertel vor 10. Ja. Ja, Alter. Wir sind schon mächtig, diesmal nehmen wir so dermaßen mächtig auf. Wir sind irgendwie voll drin gerade. Ja, wir sind jetzt gerade mal
Bei 1,5 Stunden, das war die letzte Aufnahme auch. Ja, sieht man mal, wie motiviert wir sind. Mhm. Lob to ourself und so. Oh oh. Wo hier überall Hühnchen rumhüpfen ist. Wahnsinn. Ja, ich hab ein bisschen gemeint, Hühnchen zu züchten. Finde ich gut. Da läuft ein schwarzes Pferd einfach frei rum. Ja, ach, hab ich doch schon. Und ein schwarzes mit Punkten. Gehört. Ja, Mann. Man hole einen Sattel. Alles schon erzählt. Hier laufen aber überall Pferde rum. Das habe ich euch aber schon vor zig Folgen erzählt. Nein, letzte Folge. Nein. Sag ich doch. Vor zig Folgen, nein, letzte. Letzte ist doch schon 10 her. Du musst berechnen, wie oft hier was rauskommt. Oh mein Gott, das hat geblitzt. Und noch mal. Fragt sie nach diesem Schrei. Oh mein Gott! Sollen wir ein bisschen Panik machen oder und so? Ich weiß wieder nicht. Ja, Mini-Hühnchen! Kann ja mal Blitz in die AIDA einschlagen. Jetzt wird sie böse. Weil warum stand hier Schnee auf dem Boden? Oh. Warum liegt ja hier Stroh? Warum hat niemand von euch eine Maske auf? Eine sehr gute Frage. Könnt ihr mal bitte hier. Weil ich glaub dir das. Der ist da schon für nächstes Jahr. Ja. Ja, egal. Wenn sonst nichts weiter ist. Nö, eigentlich nicht. Na dann. Eigentlich sehr auffällig, wenn man so schnell zu synchron antwortet. Nö. Weiß ich jetzt nicht, was du da meinst. Auch nicht. Ich auch nicht. Aber nichts gesagt. Du eh nicht. Nö. Richtig. Was ist das hier eigentlich mit diesen Kistenhunden? Guck dir da mal. Guck dir mal raus jetzt, die Kistenhund. Timo Schipper hat ein Bild geschrieben. Oh, ich hab den Namen gesagt. Das war aber sehr gut. Bild geschickt. Oh! Sie sagte Timo Schipper. Ich habe den Namen gesagt. Den Namen hab ich schon 5000 Mal sich hier vor. Auch im Auto. Wie wunderschön. Soll ich mal ein Bild von schicken, dass es die ganze Zeit blitzt? Was zur Hölle, warum? Ich verstehe das Bild. Was zur Hölle, warum? Ja, das genau ist die elementare Frage des Tages, meine Damen und Herren. Was zur Hölle? Fragt euch selbst mal, was zur Hölle, warum? Apropos. Ja, und mein Handy macht Piep, Piep und Brumm, Brumm simultan. Und ich stelle mir selbst an dieser Stelle die Frage, was zur Hölle, warum? Brumm, Brumm. Schreibt mal alle unter die Kommentare, Hashtag was zur Hölle, warum? Brumm, Brumm. Und nicht vergessen, Hashtag Linchenangeln. Linchenangeln! Was wollte ich eigentlich ursprünglich? Man weiß es nicht so genau. Es kann damit zu tun haben, dass ich Dinge geschehen lasse. Oh, scheiße. Bah. Mann. Verdammt, noch ein. Ficken. Ey, nicht solche Ausdrücke. Okay, Entschuldigung. Tut mir leid, dann, fuck. Dann trinken wir ab jetzt kein Ficken mehr, sondern einen Geschlechtsverkehr. Okay. Darf ich dich auf einen Geschlechtsverkehr einladen? Haben Sie hier in Ihrem Geschäft Geschlechtsverkehr? Wie bitte? Ja, klein nur. Klein. Ich hab nicht so viel Zeit. Nur klein. Ich hätte gerne Packung Geschlechtsverkehr. Wie bitte? Ja, zeig mir deine Herzchen. So.
Wo ist das andere Liebreizende? Hier! Welche? Die da standen. Welche? Wo ist da? Wir haben so viele Truhen und es wurden so viele geklaut. Am Schiff. Wenn man hochfährt, direkt die, wenn man draufstoßen will. Das war ich. Okay. Lauf! Man spürt, wie schuldig ich mich fühle. Ja. Du edles Ross! Oh, du hast mich schon lange keiner mehr gemacht. Rein in den Stall zu den anderen. Okay. So, jetzt bräuchte man dann noch Beleuchtung für diese edle Parutze. Wo ist denn das andere edle Ross jetzt? Da unten! Edles Ross, lauf! Lauf in den Stall zu den anderen! Wir Wir müssen den Stall ausbauen, da ist vor lauter Pferde kein Platz mehr. Cool, ich bin gerade aufs andere Pferd gehüpft. Ja, das sind auch schon ein paar, aber also ich kann aus dem scheiß Stall nicht mehr raus. Ich wollte ursprünglich eigentlich mit dem Pferd in den scheiß Stall rein und nicht mit, Och, nö. Nein, nein, Rudi Rüssel, der Zweite. Nein, du bleibst hier. Und nicht abhauen. Wollte er Vorsicht. Gehst du da rein. Bleibst du da drin. Und Achtung, Achtung, Emergency. Jetzt ist das andere Reitschwein. Ah, egal, das hat keinen Namen. Das kann nicht weit rennen. Ach nö. Ach, ach jo. Ach Gott. Ach jo. Was denn, was kann denn? Kann man auch runterfallen, ich glaube, zack. Na, was wurde denn hier für eine Vorarbeit geleistet? Gar keine. Ich glaube. Ach jo. Linge? Ja. Ah, ich schiebe nur kein Drama, gell? Nee, nee. Oh. Alles gut. Sonst schieben wir Manch. Dich. Manchmal ist der Downfall eben gewährleistet. Ja, genau. Aber der Downfall ist aus. Der hat sich selbst getoggelt. Na dann. Ist der Downfall toggle. Und so. Now it's time to... Oh, ich spiele hier mit ganz vielen Baustilen im neo-apokalyptischen... Ach, schön. Ach, gut, toll. Dann spiele ich mit den Tieren. Du, welchen? Du komm mal mit. Mit den Freilaufenden. Gut. Die Tiermutti. Welche? Fass du mein Tier an, fass ich dein Tier an. Was? Hier kann ich schon wieder komplett umbauen. Ich hab jetzt schon keine Lust. Bock, bock, bock. Egal. Ist immer gut, wenn man mit Motivation bei der Arbeit ist. So. Hallo, ich bin voll motiviert. Ich muss dann noch die kompletten Bänke umstellen. In beiden Stockwerken. Im dritten mache ich es genau gleich richtig. Im dritten? Ja, ja mit dem Essen oder Bayern? Besser. Wen sie jetzt? Wer hat den schlechteren Kommentar abgemacht? So, ich muss jetzt gerade mal hier die Hühnchen ein bisschen wegschieben. Ich brauche hier Platz. Ja, fahrt mal alle auf die AIDA. Lass mich schon mal hier rum. Tschüss. So. Und wenn nicht? Dann hau da in die Fresse! Ja, das ist ja ein Traum. Hallo Hühnchen. Guten Hallo. Tag. Gute Reise. Fahren wir schön auf die AIDA. Tschüss. Hallo. Das gibt einen. Es gibt den reinsten Lorenzoo auf dem Schiff. Juhu! Dr. Lorenz Lorenzoo. So, schau mir den da vorne. Das wird mein mal Name ist Dr. Lorenz. Ein Versuch der Lorenzo. Ganz besonderen Art. Kommen Sie mal mit, bitte. Kommen Sie mal hier. Kommen Sie bitte. Ja, du bist brav. Nein, du bist eine ganz eine Süße. Nein! Oh, meine Fresse. Ja, es war gerade so lustig. Ich hätte fast die Aufzüge fertig. Ich hätte fast eine Kuh in eine Lore gepackt. Was? Mann! Oh, man, jetzt so auf dem Schiff.
Neue Idee? Anstatt ein Pool, ein Zoo? Streichelzoo? Da ist er schon. Ich habe ja jetzt schon vier Hühnchen und ein Kaninchen Richtung AIDA fahren lassen. Aber nicht mein Kaninchen. Nein, das habe ich ja extra Gut. freiwillig quasi. Ja, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir bei rund eine Stunde, ach nee, ihr wollt ja Viertelstundenfolgen, macht er ja jetzt ja mittlerweile, ne? Du, ich mach circa Folgen. Gut, wir sind nämlich jetzt bei circa eine Stunde 40. Ja. Ja, das passt. Ja. Ja. Ja, das ist genug Stoff. Wir machen ja nur noch fünfmal die Woche, wie jeder inzwischen weiß, dementsprechend. Letztendlich weiß es jeder. Ja. Ja. Von daher sagen wir mit diesem wunderschönen Bild, das ach so unbekannt ist, von wegen Suche nach Spielen im lokalen Netzwerk und Minecraft-Server kennt, connected Server von Nidrado. Ja. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. Ach so, ja, Tschüss. tschüss. Ja.